du noch einen Tee holen oder ein Wasser oder ein Saft oder irgendwas? Nee, danke, Jochen. Geht schon. Ich will jetzt einfach nur noch unser Baby sehen. Guten Tag. Ja. Hallo. Na, wie geht's den Jungeltern? Super. Alles gut. Narbe tut noch weh? Ja, ein bisschen. Können wir mal kurz schauen? Ja, das ist völlig normal. Jetzt ganz wichtig, die ersten 3 Tage so wenig wie möglich belasten. Okay. Ja. Okay. Sie würden jetzt gerne Ihr Kind sehen, oder? Hm? Das Problem ist, Ihr Kind ist... Was ist mit meinem Kind? Ist was passiert? Nein, es ist gar nichts passiert. Ihrem Kind geht es blendend. Es ist kerngesund. Aber was ist denn dann? Naja, ihr Kind ist irgendwie überhaupt nicht niedlich. Gar nicht. Wie nicht niedlich? Alle Kinder sind niedlich. Normalerweise schon, aber Sie sagen's. Bei Ihrem Kind da, das ist ganz komisch. Bei Ihrem Kind hat's gar nicht Klick gemacht. Nicht Klick gemacht? Schwester Ulrike, das ist doch komisch. Ja. Das ist ganz komisch. Also normalerweise, da hat man dieses kleine, niedliche Häufchen Mensch im Arm und man muss das einfach nur lieb haben. Aber bei Ihrem Kind, also, da ist alles dran, das ist kerngesund, aber ja, das war's dann auch. Ja. Da springt irgendwie kein Funke über. Das ist wie eine Phil Collins-Platte. Ja, kann man hören, muss man aber nicht. Kann man nicht. Ja. Sie können auch unser Kind nicht mit einer Phil Collins-Platte vergleichen. Das ist eine Unverschämtheit. Es ist ganz schwierig. Wie soll ich es erklären? Ihr Kind ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja. Man weiß so gar nicht, was das soll. Man weiß nicht, was das soll? Ja. Das ist richtig langweilig, wenn man das im Arm hat. Ist so luschig, so nichts sagen. Entschuldigung, aber kann ich jetzt bitte mein Kind sehen? Wollen Sie nicht erst mal lieber ein Foto von Ihrem Kind sehen? Hm? Das ist Ihr Kind. Oh. Okay. Kann das vielleicht am Licht liegen? Aber Sie sind sicher, dass das unser Kind ist? Ja gut, dann wissen wir jetzt erstmal Bescheid. Soll ich das Kind holen? Nee, ja, also wir haben jetzt erstmal das Bild hier. Wir können uns ja dann melden. Sie haben ja hier diese Glocke. Okay, dann ruhen Sie sich erstmal ein bisschen aus und dann schauen wir weiter. Wollen wir es so machen? Gut. Tschüss. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Die Sachen. Meine Damen und Herren, wir sind soeben am Flughafen Köln-Bonn gelandet. Normale Menschen würden jetzt so lange angeschnallt sitzen bleiben, bis die Maschine zum vollständigen Stillstand gekommen ist. Da ich aber die meisten von Ihnen für hyperaktive Vollidioten halte, können Sie gerne jetzt schon aufstehen und Ihrem Nachbarn Ihren Arsch ins Gesicht strecken oder Ihrem verschissenen Chef per Handy das vergeigte Meeting schönlügen. Wir werden trotzdem die Türen aus reiner Boshaftigkeit erst in 10 Minuten öffnen. Vielen Dank. Tee wie tanzen. Ja. Es wurde wieder viel getanzt bei Lady Kracher und ich sage Ihnen auch warum. Spätestens seit ich 1984 mit Florian Bunger zum Abschlussball unserer Tanzschule gehen musste, weiß ich, dass Tanzen das visuell lustigste Erlebnis der Welt sein kann. Und deswegen pflegen wir bei Lady Kracher The Art of Funny Dance. Und das macht der Anton in jedem Fach. In jedem. Wir haben alle schon mal einen Spickzettel geschrieben, aber was der Anton da anstellt, das grenzt schon an professionellen Betrug. Also ganz ehrlich finde ich Ihre Anschuldigungen etwas unfair. Ich meine, wir reden hier von einem 8-jährigen Jungen. Das ist doch nicht schlimm, wenn da mal einer schummelt. Aber das tut er nicht. Der Anton ist ein ehrlicher Junge, ein sehr ehrlicher Junge. Wahrheit und Vertrauen sind in unserer Erziehung elementare Werte. Und wenn es drauf ankommt, dann... Zeigen Sie mal Ihre Hand. Die andere. Drehen. Sie haben alles abgelesen. Nein, der Wecker hat nicht geklingelt. Und ich musste auch noch kochen.
Mann, ich hatte keine Zeit, mich vorzubereiten. Raus! Sind Sie doof? Ich hasse Schule!